Über 6.500 Aussteller aus insgesamt über 65 Nationen kamen in diesem Jahr zur Hannover Messe zusammen. Ein Land spielte allerdings eine besondere Rolle. Offizieller Partner der Hannover Messe in diesem Jahr ist nämlich zum zweiten Mal Indien. Und der indische Löwe ist auf dem gesamten Messegelände in verschiedensten Formen zu sehen, hinter mir vielleicht der allergrößte. Aber natürlich war auch der indische Premierminister Modi gemeinsam mit Merkel hier bei der Eröffnung in Hannover zu Gast. Dabei wurde auch die Größenordnung, um die es bei der Kampagne Make in India geht, ziemlich deutlich. Modi hat an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, dass beispielsweise bis zum Jahr 2022 50 Millionen Wohnungen in Indien gebaut werden sollen. Man baut gigantische Infrastrukturkorridore auf diesem Subkontinent. 100 neue Städte, das ist das Stichwort Smart Cities. Und zum Beispiel in 50 Städten bereits Metrosysteme, also U-Bahnen. 50 Städte. Modi hat das Ganze so zusammengefasst, man wolle in Indien innerhalb von einer Generation die Armut überwinden. Und das ist natürlich genau die Herausforderung, die nicht nur an Deutschland gestellt wird. Modi sagte, natürlich hat Deutschland in der westlichen Welt wahrscheinlich das Allermeiste getan, um Indien der westlichen Welt zu öffnen. Dennoch sei man nicht auf Deutschland beschränkt oder fixiert, sondern suche Partnerschaft in der ganzen Welt. Und da wir natürlich wissen, das Ganze passiert in einer Zeit, wo seit dem letzten Jahr innerhalb der BRICS-Nationen gigantische Umwälzungen stattgefunden haben, neue Finanzinstitutionen gegründet werden und die Außenpolitik Chinas in dem Kontext auch eine große Rolle spielt, nämlich die neue Seidenstraße, dann wird klar, dass wir hier mit einer Dimension zu tun haben, die man wirklich als ein neues Paradigma oder ein neues Zeitalter für die Menschheit bezeichnen kann. Bei der Seidenstraße geht es natürlich genau um die auch im Kontext von Indien gestellten Aufgaben, den Aufbau von Infrastruktur. Und das wurde in einer Diskussion hier in Hannover besonders deutlich, bei dem die Unterschiede zwischen den verschiedenen Transportmöglichkeiten diskutiert wurden. Die Frage, die gestellt wurde, war, ist es eigentlich billiger, per Flugzeug, per Schiff oder per Bahn zu transportieren? Und die Antwort war sehr deutlich. Man kann es nämlich nicht einfach nur mit Geld messen. Ja, es stimmt, der Transport mit der Bahn über Land von China bis nach Europa würde 2 bis 3 Mal so viel kosten wie der Transport auf dem Schiff. Der Transport per Flugzeug wiederum 2 bis 3 Mal so viel wie der Transport auf der Bahn. Allerdings lässt das völlig außer Acht, wenn man das nur so als Kostenrechnung betrachtet, welche Auswirkungen das eigentlich hat. Transportiert man nämlich mit der Bahn, werden neue Bahnstrecken ausgebaut, dann entstehen natürlich neue Logistikzentren oder natürlich ganz neue Städte. Und so ist das Projekt der Seidenstraße eigentlich ein Schlüsselfaktor, um die Armut nicht nur in Indien, in China, sondern in ganz Südostasien überwinden zu können. Und wenn man diese Diskussion, wie wir das hier während der letzten Tage gemacht haben, mitverfolgt und auch mitführt, dann wird die Rolle der Bürgerrechtsbewegung Solidarität eigentlich sehr deutlich. Denn wir haben, das wissen Sie vielleicht, die unsere Webseite schon länger besuchen, seit ja, inzwischen Jahrzehnten von diesem Programm gesprochen. Der erste Bericht über die Eurasische Landbrücke und die neue Seidenstraße als Wirtschaftsmotor, der ist 1996 veröffentlicht worden. Und wir haben in den Jahren seitdem im Grunde in jeder Bundestagswahlkampagne, bei jedem Bürgermeisterwahlkampf, in jedem Landtagswahlkampf, an dem wir teilgenommen haben, diese Konzepte vorgestellt. Und wenn Sie mal auch noch ein bisschen genauer hinschauen, nicht nur haben wir den Vorschlag gemacht, diese Infrastrukturprojekte umzusetzen, um tatsächlich die Entwicklung auf einen hohen Lebensstandard in jede Gegend der Welt zu bringen, sondern wir haben immer davon gesprochen, dass man dafür ein Kreditsystem braucht, dass man also nicht im monetaristischen System, was gegenwärtig in Europa und in der westlichen transatlantischen Welt zusammenbricht, bleiben kann, sondern man muss neue Kreditmechanismen schaffen, nach Konzepten, die schon Alexander Hamilton vor 200 Jahren eingesetzt hat. Und das wird dann sehr relevant, wenn Sie zum Beispiel mal gucken auf der Webseite www.buso.de/kreditsystem. Da werden Sie auch Schriften finden von Friedrich List. Und hier bei der Hannover Messe gab es bei dem German Indian Business Summit auch eine Diskussion, bei der der Siemens-Chef Joe Kaeser eigentlich sehr vorsichtig war, als er gefragt wurde, wie ist das denn jetzt mit einer Freihandelszone zwischen der EU und Indien? Und er hat gesagt, da muss man ja schon ein bisschen auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Mit anderen Worten, die indische Wirtschaft muss dafür noch ein bisschen höher entwickelt werden. Und dann könnte man darüber reden. Momentan sei er sich gar nicht so sicher, ob Indien davon wirklich einen Vorteil hätte. Und das ist genau was, was im Prinzip Friedrich List vor über 150 Jahren bereits festgestellt hat. Natürlich, Freihandel ist ganz wunderbar, wenn die verschiedenen Volkswirtschaften der Welt auf ein ähnliches Niveau entwickelt sind.
und man dann eben diese Handelshemmnisse abbauen kann, die ja erstmal der Entwicklung der eigenen heimischen Produktivkraft dienen sollen. Also ich will mit diesen Worten nur sagen, Sie sind bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität an der richtigen Adresse, wenn es darum geht, über diese langfristigen Entwicklungsperspektiven zu sprechen. Wir haben diese schon über viele Jahrzehnte entwickelt und sind natürlich dafür auch jetzt der richtige Ansprechpartner, sowohl für die internationalen Vertreter, die wir auch hier getroffen haben auf der Messe, als auch für die deutsche Industrie, für deutsche Thinktanks und eigentlich auch für die anderen Parteien, die, was diesen Bereich angeht, eigentlich ziemlich alt aussehen, weil sie dahingehend eigentlich gar keine Konzepte haben. Deswegen meine Aufforderung an Sie und Einladung, werden Sie Mitglied der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, unterstützen Sie uns mit Spenden und helfen Sie uns einfach dabei, bekannter zu werden und diesen Dialog für Deutschland zu führen. Immerhin, das ist wirklich eine Jahrhundertchance und die meisten in Deutschland haben das noch gar nicht so richtig mitgekriegt.